So, es geht weiter. So, gerade haben wir einen neuen Bericht erhalten, der umgehend Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Britische Panzertruppen und Befehlseinheiten sind heute Morgen vorgestoßen und haben Villa Bosch erobert. Viel früher, als wir vermutet hatten. Das ist eine äußerst kritische Situation, aber unter Umständen auch eine passende Gelegenheit für uns General. Mehrere Einheiten einer schweren Panzerabteilung, darunter auch die zugehörigen Tigerpanzer, waren als Verstärkung nach Villa Bosch unterwegs und wir erfahren haben, hat der Anführer der Formation einen improvisierten Angriff auf die britischen Truppen gestartet. Sie sollten den Tigerpanzer der schweren Panzerabteilung bei der Mission anführen, die Befehlseinheiten in der Region ausfindig zu machen und auszuschalten. Dieser spezielle Tigerpanzer sollte selbst mit den stärksten alliiertesten Widerstand fertig werden können. Denn die Befehlseinheiten sicherlich leisten werden. Seien sie sich lediglich vor verschanzten Panzerabwehreinheiten, Infanterie vor Tigern beschädigt oder gar auszuschalten können. Bevor Sie Ihre Truppen oder aufstellen, sollten Sie noch wissen, dass aufgrund der ungewöhnlichen schlechten Wetterbedingungen sowohl unsere als auch zum Glück die alliierten Lufteinheiten nicht starten können. Von daher, okay, wir können keine Luftwaffe aufstellen. Alles vorlesen. Halten Sie alle speziell markierten alliierten Befehlseinheiten okay aus. Okay. Okay. Also wir können keine Lufteinheiten aufstellen. Das heißt, du. Ja, da holen wir die auch mit. Ja. Aufklärer, ja. Die kommen mit natürlich. Ja, das war's. Die Lufteinheiten können mit. Müssen wir mal gucken. So, dann können wir jetzt hier machen Folgendes. Wir holen uns hier eine Pioniereinheit. Wir holen uns eine Artillerie und holen uns mal so eine Hummel hier. So, dann haben wir hier alles. Mehr brauchen wir echt nicht. Nee. So, Infanterie. Jetzt gucken wir mal. Da oben ist dieser Panzer. So, da kommst du hier mit. Du kommst hier mit. Wir holen hier unseren Aufklärungspanzer mit und dann würde ich sagen, holen wir hier den Aufklärer mit, oder? Ja, holen wir hier den Aufklärer mit. Holen wir hier die neue Artillerie mit. Und dich hier mit. So, da haben wir hier die Einheiten. So, hier holen wir mit. Die Pioniereinheit, die müssen wir erst ein bisschen. So, du kommst hier mit. Du kommst hier mit. Grenadiere hier mit. Dann starten wir eine zweite Welle hier rein. Decken hier ab. Das heißt, die zweite Welle geht dann hier rein, würde ich sagen. Ja, also dann mit. So, die falsche Mega, das ihren Bewegung. Brauchen länger. Und die vielleicht hier mitnehmen und dann die anderen hier mit. Hierhin. Hierhin, 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 Hackeinheit hier mit, Artillerie hierhin, Hummel hierhin, 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 hierhin. Hierhin. Und hierhin, ja. Dann machen wir noch die zwei hier zur Unterstützung mit. Die können ja einfach ein bisschen hier so kleine Kills vielleicht machen. Okay. Gut, fangen wir mal hier an.
Er hat ja einen speziellen Helden, ne? Kann nicht angefangen, ja, okay. Okay, so, das passt. Wow. Okay. Ja, wird interessant. Geht mehr. Sehr schön. Hier lang. Hier lang. Hier lang. So. Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Uff. Ja, das war mir klar, dass er da unten versucht wird anzugreifen. Das war so klar. War so sicher wie das Arm der Kirche, dass sowas passiert. So, du hier hin. So. Und hierhin. Verteidigung plus 1 für den Panda, das ist eigentlich ganz gut. Initiative und Verteidigung für den Panda, ja. Das ist halt schon krass, das Gebiet ist so ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Was willst denn du? Wow. Dafür hast du jetzt echt alles riskiert.
Okay. Aber wenn du meinst. Wenn du meinst, das lohnt sich, okay. So. So, wunderbar. Dann kommt hier hin. Du machst hier zu. Kannst das nicht einnehmen, stimmt. Wir können das hier nicht. Hier hin. Machen wir das so. So, jetzt kommen wir zu dem hier. Ja, hat sich doch voll gelohnt für dich, oder? Würde ich mal sagen. Nee, wir warten, weil wenn der jetzt da kommt, dann wird problematisch. Okay, das wird gut. Erstmal Munition. Boah. Ich weiß nicht, wie du durch den Tigerpanzer kommst. Keine Ahnung, mit 9. Eigentlich unmöglich. Würde ich mal platt behaupten. Eigentlich nichts, aber komm mal dahin. Ja, nicht, dass das hier überstanden hat. Das war ja wohl kompletter Schwachsinn. Fertig hier. Ja, hier sind wir fertig. Wunderbar. Dann ab hier runter.
So. Ja, keine Ahnung, wie er das überstanden hat. Ich weiß es nicht. Ja, da jetzt zu schießen, das bringt gar nichts. Oder Bullshit. Bringt ja gar nichts. Das ist der mal weg. Ja, kannst, naja, natürlich kannst du wieder mal nicht. Alter, ist das ein Scheißgebiet. Ja, ätzend. Okay, auch eine Artillerie hier. Okay. Okay, da haben wir eine Pack. Aufklärer. Ja, mit Panzern hier zu agieren ist ätzend. Das ist wirklich mühsam sogar. Okay. Was? Ach komm, ey, das ist doch ein Witz. Das war doch jetzt ein Witz. Das war jetzt mal wieder eine krasse Nummer. Hier hin. Hier hin. Da kann ich nicht rein, das ist Selbstmord. Okay, du kriegst mal Munition.
Ja, das können wir machen. Yes. Nur der hat eigentlich keine Sicht, deswegen ist es. Ist mir noch so unsicher, aber überlegen ist. Ja, müssten halt hier mit dem Panzer lang, ne? Ja, müssen uns hier halt durchkämpfen, das sehe ich schon. Aber er greift hier nicht an, das ist schon. Hilft schon mal enorm. Okay, dann gehen wir hier hin. Infanterie. Okay, dass er da nicht versucht ranzugehen. Okay, dann ja, weiter hier vor. Das war gut. Das war wirklich gut, ja. Wir sind mal vorsichtig. Oh, jetzt. Nur, dass du mir hier Schaden machst, trotz Artillerieschutz, hätte ich doch schon Glück. Erstmal hier so zu, ich muss erstmal hier an die da ran. Okay, Munition. Und das jetzt ohne Munition machen? Scheiß Idee. Machen wir es so.
Uiuiuiui. Was hast du an der Sicht? Lassen wir es erstmal so dabei. Hier wegkriegen und könnten, ja, aber die Artillerie, die ist so passiv, dass wir, ist das jetzt auch nicht notwendig hier. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Dann hier nochmal drauf. Hierhin. Ach komm schon, das ist doch echt. Ah, oh, zum Kotzen. Ja, scheiß Aufklärer. Ich sag mal ganz klar, wie es gerade hier so ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du so wissen hier bist. Diese ganzen Dinger da killen, aber irgendwie verstecken die sich. Wie soll ich was killen, wenn das sich versteckt? Hin. Ihr macht hier auf jeden Fall zu und hier müssen wir halt warten. Ja, ja, jetzt schießt du. Willst du mich verarschen? Jetzt schießt du, Scheißkerl. Ja, aber das hier können wir eigentlich so machen. Den so blockieren. Das war keine schlechte Idee.
Ihre Panzereinheiten hier. Moment, ich mach den da. So, den Zug mache ich jetzt nochmal neu, weil das hier mit der Munition passt mir auch nicht wirklich. So. Wow, Angriff 3. Das ist gut. Das ist richtig nice. Die Frage ist halt, wo wird er jetzt hingehen? Hier lang? Oder hier lang? Weiß es nicht. Wo lang wirst du jetzt hingehen, Kollege? Ich muss eigentlich umzumachen, damit da nichts passiert. War doch. Okay, wir machen hier mal Treibstoff, Munition, alles. Ja. Ihr haltet hier oben die Stellung. Ja, wenn ich das mache, ist er weg. So. Hier hin, ihr müsst, ihr passt auf, dass hier nichts passiert. Weil die Pack könnte man mal hier mitnehmen. Die 8-8er kann ja hier decken, das ist ja kein Problem. Die Infanterie kommt hier nicht ran, das heißt, dann kann der hier ohne Belangen stehen bleiben. Wir gehen mal hier hin. So. Jawohl. In den Hinterhalt, perfekt. Weniger perfekt. Ja, das war zu erwarten, dass das passiert, aber das ist okay. Oh, sag mal, hast du ein Abo, dass du den da treffen darfst, oder wie? Was ist das? Okay, das geht. Das hier können wir machen. Die 3 Schaden kann er fressen. Ab auf die Pack.
Boah. War gut. War richtig gut. Oh, ich kann mit dem nicht mehr. Hinsetzen. 2-2. Ja. Das ist okay. So, hierhin, das hierhin. Blau und fair, der hatte keine Chance, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ja, das natürlich auch, aber. Er dürfte eigentlich aber nicht dahin, weil. Er hat die Sicht ja nicht. Und tschüss. Warum hast du den jetzt nicht gekillt? Warum hast du den jetzt eben da hinten nicht gekillt? Bleib wohl dein Geheimnis. Ja. Sehr schön. Das machen wir. Hier hin. Thank you.
Sieht er das? Nee. War das jetzt so toll? Das hat ja so Ansichtssache, ne? Okay. Gucken wir mal, ob man das noch kriegen. Ja, das könnte man noch kriegen, denke ich schon. Oben ist noch eine Artillerie. Was wird das jetzt? Ah. Eine Offensive starten. Schau mal einer an. Was?
Ja, das ist doch jetzt scheiße. Warum hast du das jetzt hier verstanden? Du kannst doch hier keinen erbitterten Widerstand kriegen. Ich mach die da Runde nochmal neu. So, noch einmal, weil das da sehe ich nicht ein. Also, wieder der Widerstand, ich glaube, das hackt, Junge. So, dann machen wir das jetzt hier direkt so. Eins. Zwei. Krass, oder? Den noch da rauskriegen. Das ist mal gut. Ah, mit denen kann ich gar nicht mehr machen. Okay. Warte mal. Hier. Eins mit Nebelwerfer wird gehen. Neun, drei. Gar nicht so verkehrt. Sieht gut aus. Nee, okay, das ist nichts mehr machbar jetzt. Das hat sich... Aber es ist okay. Hat sich das alles finanziell groß gelohnt? Naja. Ja, zweimal erbitterten Widerstand. Ja, moin. Glaube ich alle benutzt, ne? Hätte ich noch nicht, aber ich stehe jetzt hier einsetzen. Ja, hier auch nicht. Der von so ganz gut. Okay. Okay, so, jetzt muss gehen. Ja. War wieder typisch. Okay, wir haben aber die ganze Karte hier geräumt. Ja, haben alle Ziele sogar eingenommen. Ja gut, das war auch so, weil der halt seine Einheit nicht versteckt hat. Was sollte man dann machen? Ja, ohne Luftwaffe hier, mal was anderes. So.
Gut, meine Hochachtung, Herr General. Die schwere Panzerabteilung gratuliert Ihnen zu Ihrem famosen Leisten und bedankt sich für Ihre Hilfe. Ein weiteres Mal haben Sie dafür gesorgt, dass der Feind einen hohen Preis für seinen dreisten Vorstoß zahlen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gegnerischen Befehlseinheiten und ihre Ausrüstung nicht so einfach zu ersetzen werden können. Historisch gesehen gab es tatsächlich einen Tigerpanzer, der innerhalb von 15 Minuten mehr als ein Dutzend gegnerischer Panzer und Fahrzeuge ausgeschaltet hatte, was den legendären Ruf des Tigerpanzers noch weiter ausbaute. So, Leute, dann war es das von dieser Schlacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter. Und dann können wir wieder unsere Luftwaffe einsetzen. Ist zwar schön, wenn man keine Luftwaffe sich darum kümmern muss, aber es ist aber auch sehr seltsam, wenn man sie nicht einsetzen kann. Okay, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit 44 Best. Bye, bye.